Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Ja, wir haben in der letzten Folge ja angefangen, den Todestrakt zu bauen. Dafür müssen wir erstmal den Typen erforschen. Ja, weitere Sachen auch. Gut. Jetzt haben wir hier natürlich den Wurf nach drin gesetzt. Das können wir hier nochmal wegreißen. Ah, wieso geht's nicht? So. Jetzt. Ja, natürlich gibt es ganz viele Metalldetektoren. Räume. Hier ist. Gar nicht. War wurde Verurteilte. Der braucht natürlich ein. Ja, der kriegt auch ein Büro. Da haben wir. Hier ein Büro. Hier kommt Security rein. Waffenkammer rein, die aber nur von der Security erreichbar ist. Vom Hunde rein. Außen betreten. Ja. Momente bauen. So ein Gefängnis für 2, 4, 5 Inhaftierte. Hier auf jeden Fall nochmal die Wand. Ja. Hier eine Tür hin. So, was will der hier schon wieder? Ja. Leisten. Leisten. Also gibt es wieder Gehaltssenkung. So, das können wir uns aber leisten. Ich auch wieder haben. So. Hier ist ein Metalldetektor. Ja, ja bevorzugt. So, dann entfernen wir mal hier die Fässer.
Das ist doch viel besser. Ja, oh, die brüllen uns zwar hier unser Inventar zu. Aber macht nichts. So, Holz wird verkauft. Dann jetzt hier mit 290.000. Das passt. Der braucht ein Büro, das kriegt er nämlich jetzt auch. Räume. Der Aktenschrank. Das ist so. Jetzt rum. Oh. Hier hinten noch. Da hier noch zwei Stühle rein. Ja. Außenfenster. Stimmt, wir brauchen noch Stromversorgung, ne? Gehen die uns denn hier so ab? Oh, wir hatten Arrest an. Das ist natürlich nicht so gut. Haben die natürlich krasse Bedürfnisse, ne? Ja, egal, das pendelt sich schon ein. Da. Könnten wir jetzt eigentlich... Können wir noch nicht aufnehmen, ne? Einstellen. Aber erstmal brauchen wir noch Strom. Sagen, bauen wir das ist ja so groß. Erstmal die Wand ist so. Dann das Ding außen rum kommen. Okay, der ist größer. So. Heute, da machen wir. F-Door. So viele davon. Das ist da. Dort jeder Raum Strom. Personal. Das ist dein Büro. Gut, dann ist die Folge aber auch gleich schon vorbei. Hier sollten. Das andere Gefängnis, die Tränenpartie hat. Rein, da brauchen wir auch nicht viele Hunde. Hier soll Heizraum rein. Waffenraum rein. Eine Rezeption müssen wir noch einbauen. Auf jeden Fall ganz gut. Hier soll jeweils eine Zelle rein.
einbauen, ne? Das heißt. Machen den Sicherheitsraum ein bisschen klein. Heilen das. Gut, ja, was gehen die denn hier so ab, ey? Brauchen wir nicht. Passt. Hello. Warum, den müssen wir irgendwo noch unterkriegen. Machen die in der Zelle? Gibt's nicht. Wo das Dings? Das machen wir noch. Oh. War hier. Auch schon direkt an. Dinge haben wir, das haben wir. Wir denn diesen Gemeinschaftsraum? Ich finde ihn einfach nicht. Ah. Dann kann hier Postraum rein. Wir kriegen die auf jeden Fall nicht. Exekution ist in 5 Stunden. Auf jeden Fall zu klein. War nichts. Ausreißen. Jetzt passt das. Mehr brauchen wir in diesem Gefängnis echt nicht. Machen wir mal einfach eine große erstmal daraus. Das teilt sich dann ja später auf. Stell dir mal vor, ein Gefangener hat so eine Riesenzelle. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.